Hallo Skorpion, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Skorpion. Wow, mein Gott, Skorpion. Sieht sehr gut aus, eh? Hinter dem Deck hast du vier Kerlchen. Vier Kerlchen, sprichst du über ein bisschen Langeweile, würde ich sagen, ja? Also das ist eine Karte, die ein bisschen so unfreundlich ist. Skorpion, ein bisschen unfreundlich doch. Also es ist irgendwie eine Karte, die lustlos ist und einer Person, die keine Lust hat oder Langeweile hat. Es passiert ja nichts. Also diese Karte hat natürlich auch mit einer unerwiderten Liebe auch zu tun, aber irgendwie ist eine Karte, wo man sagt, ich bin motivationlos. Man könnte sogar natürlich sehen, da sind sogar Möglichkeiten, da sind Optionen und so weiter, aber immer wieder das Gleiche, weißt du, also immer wieder das Gleiche. Oder eine Person, die dir wieder das Gleiche anbieten möchte, so ungefähr, schau mal, ich bin wieder da und du sollst jetzt applaudieren und du sagst, weißt du, was willst du mir wieder anbieten, weißt du? Immer wieder das Gleiche ist das, was du mir geben möchtest. Es wiederholen sich wieder immer Situationen, also dass du sagst, weißt du, ich habe keine Lust mehr. Also diese Karte deutet wirklich auf eine große Demotivation, also eine Motivation los, einer Person, die demotiviert ist. Ja. Tatsächlich. Sternzeichen Krebs, Stier. Ich muss dir sagen, bei dir auf diesen Würfeln, für dich ist kommende Woche Sternzeichen Skorpion wie du wichtig. Also dein eigenes Sternzeichen ist für dich kommende Woche wichtig, ja? Will ich dir nur gesagt haben. Und die Nummer zwei. Aber hier zeigt sich auch Stier, Krebs. Oh, weia. Yeah. Stier, Krebs, wie gesagt, ja, ich kann hier Skorpion und Fische haben. Auf jeden Fall. Die Karte der Mond zeigt sich auch. Also Krebs, Fische und Skorpion wie du. Man hat Zweifel hier. Also ich spüre hier die Karte der Mond und diese vier der Kerlchen sind Zweifeln. Also Zweifeln. Man stellt sich Fragen, man weiß nicht und so eine Situation ist hier, Skorpion, bei dir. Gut, aber ich meine jetzt, schaue bitte die Karten, die für dich gekommen sind. Also, achte Münzen. Siebente Münzen, neunte Münzen. Wahnsinn, oder? Also nur Münzen, Erde-Element, Sternzeichen Stier, Steinbock, Jungfrau, Erde-Element, die Arbeit. Also hier sieht man eine Person, die sehr konzentriert, diszipliniert und sehr viel arbeitet. Eine Person, die vielleicht was Neues angefangen hat und sich da sehr fokussiert. Das ist die Energie, die ich hier habe von einer Person. Ich sehe eine Person, die ledig ist, selbstständig ist, unabhängig ist und sehr gut geht. Ja.
Also ich spüre hier diese, also Skorpion, ich spüre hier irgendwie eine Arbeit, die man geleistet hat, eine Arbeit, wo man vielleicht auf Ergebnisse gewartet hat. Ja, ich warte jetzt schon so lang auf die positiven Ergebnisse von dieser Arbeit, die ich geleistet habe. Und du kannst mir glauben, Skorpion, die Ergebnisse kommen, ja. Du hast hier, die letzte Karte ist diese 9. Münzen. 9. Münzen ist immerhin besser als 7. Münzen und 8. Münzen. Ja, verstehst du, was ich meine? Also die Energie bei dir zeigt sich schon positiv. Wenn du zum Beispiel jetzt wirklich demotiviert warst, keine Motivation hattest, und das hatte mit deinen Finanzen zu tun, ja, also du hast auf Geld gewartet in manchen Fällen, du hast auf irgendwie deine Finanzen etwas, dass etwas geschieht, dass etwas passiert, die Energie zeigt sich positiv. So ungefähr, deine Arbeit wird belohnt. Die Ergebnisse, die, worauf du gewartet hast, kommen. Wenn dir das jetzt etwas sagt, weil die Energie zeigt sich sehr stark. Ich sehe Geld hier. Ich sehe Geld, Stabilität, eine Person, die sehr gut dasteht und eigentlich das ist die Energie, die sich hier zeigt, ja. Nochmals, natürlich sehe ich, wie gesagt, eine Person, die sehr viel arbeitet, intensiv und konzentriert. Die Person, die ich hier habe, Skorpion, hat keine Zeit für die Liebe. Also, diese Person hat gar keine Zeit für die Liebe. Diese 8. Münzen, 7. Münzen und 9. Münzen, diese Person arbeitet, arbeitet und arbeitet. Ob das so gut ist? Sehr wahrscheinlich nicht, ja, weil am Ende muss man eigentlich nicht so viel arbeiten. Ja, also man kann das ja schon ein bisschen im Balance, tatsächlich balancieren. Aber es kann sein, dass ich hier eine Person habe, die sagt, weißt du, ich habe nicht so viel Glück in der Liebe. Oder ich habe tatsächlich nicht so viel Glück in der Liebe gehabt. Und ich habe es eigentlich satt. Von dem, was ich immer bekomme, von dem, was draußen ist, ich habe es satt. Also, ja, also, ich treffe immer die gleichen Menschen, Menschen, die eigentlich nur ein bisschen Spaß haben wollen, aber keine Kompromisse eingehen wollen. Ja, einfach diese ganze unreife Energien oder sogar in manchen Fällen Menschen, die doch verheiratet sind oder in einer Beziehung sind oder doch einen Ex da haben oder wie auch immer die Sache immer ist. Menschen, die keine Stabilität zeigen, keine ernste Sachen wollen und von da aus, ich habe bis jetzt keinen Glück in der Liebe gehabt und mein Fokus ist meine Arbeit. Weißt du, da geht es mir gut, da fokussiere ich mich, da ist meine Energie da, ich tue meine ganze Energie da. Und die Ergebnisse kommen natürlich auch positiv, weil ich mir auch Mühe gebe. Ich gebe mir Mühe, ich arbeite, ich fokussiere mich. Und das ist für mich wichtig, meine Familie, meine Kinder, meinem Zuhause, meine Finanzen, mein Äußerlich. Also ich achte mehr auf meinen Außen, meinem Körper. Und das ist für mich wichtig. Das Materielles. Skorpion. Ich meine jetzt, was soll ich dir hier sagen? Das ist die Energie, die sich zeigt. Das ist die Energie, die sich hier zeigt. Ich sehe eine Person hier, die ja auch eigentlich gut geht. Ich habe hier praktisch die Herrscherin. 9. Münzen, für mich ist eine ähnliche Energie wie die Herrscherin. Eine Person, die weiß, was sich wert ist. Ich weiß schon, was ich mir wert bin. Und das ist nicht unbedingt Ego oder Stolz. Das ist einfach, wie gesagt, was soll ich dir halt sagen? Das ist das hier. Das ist, was eine Person sagt. Was soll ich dir denn sagen? Ich meine, über dubiose Energien habe es satt. Ich habe es satt. Ja? Also von da aus, ich tue meine ganze Energie, meinen ganzen Fokus auf das, was mich interessiert. Auf meine Leistung, meine Arbeit, meine Leidenschaft. Meine Leidenschaft ist das, was ich leiste oder das, was jeder für sich, ja. Die Energie ist nämlich so, Skorpion, ne? Und überhaupt, wie gesagt, ich sehe hier Ergebnisse bei dir, Skorpion. Ich spüre hier positive Ergebnisse. Geld, ich meine, diese 9. Münze ist ja für dich.
Drei der Münzen. Zehn der Stäbe. Viel Arbeit. Skorpion. Egal, wie ich mir das hier anschaue. Also ich habe hier mit einer Person zu tun und es kommt jetzt nochmals drauf an, wie es für dich spricht oder für die Cross-Watchers, ja. Ich habe hier mit einer Person zu tun. In manchen Fällen man sagt, ja, aber ich arbeite ja nicht mehr. Eigentlich arbeite ich nicht, ja. Aber man hat irgendeine andere Leistung. Also man macht etwas. Und wenn das nur mit der Familie zu tun hat, also arbeiten heißt nicht immer, dass ich einen Vertrag habe mit einer Firma. Arbeiten heißt auch eine bestimmte Leistung, die ich so oder so in der Familie oder wie auch immer mache. Und du, Skorpion, du bist schon eine Person, die für die Familie sehr stark da auch bist. Und eigentlich schon. Gut, wie auch immer das sei, ich sehe hier eine Person, die sehr viel arbeitet. Vielleicht zu sehr viel. Ich spüre hier fast eine Opferung. Oder sonst, in manchen Fällen habe ich hier sogar mit einer Ausnutzung zu tun. Keine Ahnung so genau, ja. Also fünfte erste Stäbe, fünfte Kerlchen. Das hatte ich jetzt beim Sternzeichen Wassermann. Fünfte Kerlchen, zehnte Stäbe. Ich sehe hier eine komplizierte Situation auch. Ja? Eine komplizierte Situation. Schau mal jetzt, Skorpion, in der Mitte ist der drei der Münzen. Ich meine jetzt Münzen, die ganze Zeit. Drei der Münzen kann ich mit der Familie verbinden oder mit der Arbeit verbinden. Drei der Münzen. Drei der Münzen sind immerhin noch Gespräche, wichtige Gespräche sieht man hier mit anderen Menschen. Das ist eine positive Energie. Drei der Münzen, du siehst hier die Hohepriesterin. Die Hohepriesterin, drei der Münzen. Eine Person, die von zu Hause aus arbeitet. Skorpion. Und das, wie gesagt, das kannst du für dich reden. Du arbeitest von zu Hause aus. Irgendetwas machst du. Oder du hast mit so einer Person zu tun. Keine Ahnung. Ich sage dir, wie die Energie sich zeigt. Ich sehe hier. Und glaube mir, die Energie ist deutlich. Ich sehe eine Person, die sehr viel zu Hause ist. Eine Person, die sehr viel also viel zu Hause ist, weil diese Person sogar von zu Hause aus arbeitet. Diese Person hat Familie, Kinder. Diese Person ist aber ledig. Ich spüre hier eine Person, die schon sehr lang allein ist. Sehr lang allein ist, ledig ist, aber gut geht. Eine Person, die sagt, lieber allein als mit einer schlechten Gesellschaft. Ja, also ja. Diese Person, die ich hier habe, möchte ihren Frieden haben. Skorpion, du merkst ja, ich kann über dich reden, ich kann perfekt über dich reden. Ja. Eine Person, die einfach in ihrem Frieden ist und aus diesem Gleichgewicht von niemand gebracht werden möchte. Also ich lasse es nicht zu, dass eine Person in meinem Leben kommt und mich aus diesem Gleichgewicht bringen will. Das werde ich nicht zulassen. Lieber, wie gesagt, mache ich meine Tür zu und bin für mich alleine. Das ist, was diese Person hier sagt. Diese Person hat gar kein Problem damit. Diese Person kann das ganze Leben so in diesem Zustand bleiben. Hat sich auch dran gewöhnt. Hat gar kein Problem damit. Wir reden hier über eine Person, die in einem spirituellen Weg ist und sich sehr bewusst ist in der Sache. Sicher ist auch. Also lässt sich da auch nicht überreden. Also diese Person weiß ganz genau, was Matrix ist und was die Spiritualität ist. Man kann das unterscheiden und balancieren. Ja? Von da aus, die Hohepriesterin integriert beide Situationen in sich. Die Hohepriesterin integriert das Materielles und das Spirituelles und kann damit sehr gut klarkommen, weil die schon in einem Balance ist. Diese Hohepriesterin ist in einem Balance schon. Ja? Hat weder das schlechte Gewissen oder solche Sachen, die man so sich, ja, von wegen, die Hohepriesterin betet morgens und abends geht tanzen und hat kein Problem damit. Und dann kommt nach Hause und ist wieder allein. Also, das ist eine Person, die, wie gesagt, sehr im Balance ist. Sehr stark im Balance ist.
Niemand braucht, die Person braucht hier niemand. Nochmal, Skorpion, die Legung ist ja für dich. Also ich rede über dich. Ja, kannst du dich für die Crosswatchers spiegeln? Ja, weil wenn ich Sternzeichen Skorpion in meinen astrologischen Chart habe, spricht diese Legung für mich. Auch. Ja, deswegen, ich sehe hier eine starke Energie bei dir, Skorpion. Das siehst du selber. Ich spüre sehr viel Stabilität, viel Stabilität und Geld. Ich spüre hier Geld. 3D-Münzen, 9D-Münzen. Wow, oder? Skorpion, ich denke, etwas zeigt sich hier ziemlich abrupt, unerwartet und irgendwie sogar, kann sogar meinen Boden bewegen. Ich spüre hier eine Person, die ledig ist. Vielleicht in eine familiäre Situation sich befindet, war in eine familiäre Situation und jetzt ist ledig. Zum Beispiel eine Person, die verheiratet war, in einer Beziehung war, zusammen mit einer Person zusammengelebt hat und jetzt doch ledig ist. Ich spüre hier einen Bruch. Also mit 3D-Schwerter, 3D-Schwerter und die Karte der Turm. Das ist ein Bruch. Das ist eine Trennung, eine Scheidung. Das ist eine Situation, die meinen Boden bewegt. Oh nein, Skorpion, ich weiß, das muss nicht für dich reden. Natürlich nicht. Weil das kann für dich reden, wenn du dich siehst. Gerade. Sonst nicht, ja? Wenn ich glücklich bin, also wenn ich glücklich bin in meiner Beziehung und problemlos da bin und mich wohlfühle, warum sollte die Energie jetzt hier für mich reden? Versteht man, ja? Das muss nicht für mich reden und das ist dann nicht für dich. Die Sache ist, was ich hier sehe, ist, du siehst hier selber, Skorpion, 3D-Schwerter und die Karte der Turm. Das ist irgendetwas, was man erfährt, eine Wahrheit, die ans Licht kommt, eine Situation, die mit einer Kommunikation zu tun haben kann, natürlich. Kommunikation oder das kann mit einem Gebäude zu tun haben. Das ist ein Haus, Gebäude da. Wir können hier sogar über einen Umzug reden. Skorpion. Skorpion, mir geht es genauso wie bei dir. Lass mir mal schauen. Schau mal bitte. Hier zeigt sich zweimal ein Gebäude. Also 3D-Münzen und der Turm, das ist ein Gebäude, beide Karten. Das hat mit einem Zuhause zu tun, mit meinem Zuhause. Habe ich da einen Wasserschaden? Also gibt es einen Wasserschaden? Genau. Skorpion, was kann ich hier auch sehen? Ich könnte hier zum Beispiel jetzt sehen, dass du vielleicht Geldausgabe hast bei dir. Zum Beispiel, bei mir zu Hause habe ich jetzt einen Wasserschaden, tatsächlich. Und jetzt muss das repariert werden. Ich habe Probleme mit Internet, ich habe Probleme mit Elektrizität. Bei mir ist ein Hausgerät kaputt gegangen. Die Heizung. Und es könnte sein, dass ich hier auch über eine Geldausgabe rede. Was ich denke, Skorpion, es gibt eine Situation bei dir und das kann direkt mit deinem Zuhause zu tun haben, mit diesem Gebäude, mit diesem Haus, wo du wohnst, Haus, Wohnung, Gebäude, wie auch immer, wo du dich nicht mehr wohlfühlst. Irgendetwas macht dich müde in dieser Situation, demotiviert dich.
In manchen Fällen, zum Beispiel jetzt, Skorpion, du lebst ja nicht allein, ja? In diesem Gebäude sind drei oder vier Menschen mit dir. Also du wohnst mit zwei Menschen noch, zwei oder drei Menschen noch. Du lebst nicht allein. Und irgendwie eine Person da, die mit dir auch zusammen wohnt, nimmt zu viel Zeit für die Arbeit oder für das, was die Person leistet, ne? Zum Beispiel. Ich wohne mit meiner Mutter zusammen. Ich wohne mit meiner Mutter und meine Mutter arbeitet einfach zu viel. Ich fühle mich nicht wohl oder zufrieden mit der Situation. Ich fühle mich nicht gut. Mir geht es nicht gut. Emotionell gesehen geht es mir nicht gut. Sogar psychisch. Also ich habe ein Problem damit. Das frustriert mich und deprimiert mich. In diesem Gebäude, wo ich mich befinde, gibt es immer etwas. Es ist immer etwas, ja. Also ich fühle mich nicht mehr wohl hier. Keine Ahnung, Skorpion, ich sage dir halt, was ich sehe. Schau mal bitte jetzt, was ich hier habe. Die Hohepriesterin, zweite Schwerter, dreite Schwerter. Es gibt hier einen Schluss, zweite Schwerter, dreite Schwerter. Mit dieser Hohepriesterin, das kann hier nochmals, hier ein Geheimnis oder... Skorpion, in manchen Fällen etwas, was man macht, zum Beispiel einem Studium. Ich mache einem Studium oder etwas und ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr weitermachen. Oder zum Beispiel, ich bin in einer Arbeit, ich befinde mich in einer Arbeitsstelle, wo ich eigentlich, ich würde gerne was anderes machen. Interessante Energie bei dir, Skorpion. Warte mal kurz. Sehr viele Menschen. Die Arbeit ist hier. Wow, qué fuerte. Uiuiuiuiuiuiui. Die Karte, du bist scharf, ist gekommen. Du bist der Hammer, du bist scharf und so weiter. Also, Skorpion, interessant, ziemlich interessant. Und Achtung hier, weil du weißt ja, wie das ist, wir haben verschiedene Situationen und du musst jetzt denken, für dich nachdenken oder schauen, wo könnte das hier für dich reden? Weil deine Energie ist extrem interessant. Du hast hier in der Mitte drei der Münzen, aber dann diese zwei Hände, die sich... Das ist eine Einigung in einer Situation, zum Beispiel jetzt. Das ist jetzt ein Beispiel für mich immer einfach, weil das ist das, was wir alle machen, irgendwann, normalerweise. Das hat mit dem Finanzamt zu tun. Ja, Steuer, Finanzamt. Das muss fast jeder machen. Ja, weil es könnte natürlich für dich was anderes sein. Eine andere Einigung. Zum Beispiel, stell dir mal vor, du hast beim Finanzamt einen Einspruch eingelegt, ja, in eine Situation. Also zum Beispiel, du hast irgendetwas war da, wo du nicht damit einverstanden warst. Es gab ein Problem beim Finanzamt mit den Steuern. Du hast zu viel bezahlt, als du musstest, zum Beispiel. Und du hast dich drum gekümmert. Du bist wieder hin, hast du die Unterlagen wieder dich drum gekümmert. Du hast dich zumindest drum gekümmert. Und das kommt zu einer Einigung. Du bekommst Geld zurück. Wenn dir zu viel Geld genommen wurde, du bekommst Geld zurück.
Was will uns die Energie mir wieder sagen, Skorpion? Wir sollen einfach die Sachen nicht einfach so lassen und das war's. Also zum Beispiel, diese Menschen da in diese Bürokratie oder Büros sagen, nee, das ist so und so und so wird's gemacht. Ja, und man stellt sich einfach damit zufrieden und sagt, okay, was soll ich machen? Ich meine, wenn die das sagen, ja, nee, wenn du denkst, na ja, aber das kann nicht stimmen. Das finde ich, das hat keinen Balance, das, was du von mir möchtest, und das heißt, hat keine Logik. Also du hast dich drum gekümmert. Ja, dann bist du wieder hin, hast du wieder einen Termin gemacht, du hast denen gefragt und hast Fragen gestellt und so weiter. Und dann habt ihr in dem, was das ihr da gesprochen habt, seid ihr zu einer Einigung gekommen. In manchen Fällen haben die dir gesagt, ja, bringe dies und dies Unterlagen vorbei und dann schauen wir mal und so weiter. Und du hast das gemacht oder du willst das machen, du bist dabei irgendwie und das kommt zu einer Einigung. Die Karten sind so, so positiv. Das sieht so schön aus, ne? Weil das macht man jetzt nicht mehr. Aus hygienischen Gründen, sagt man. Aber das ist das, was damals war. Man hat sich die Hände, ja, gegeben und das war irgendwie doch schön. Irgendwie, schau mal, das sprichst du über eine Einigung in eine bestimmte Situation bei dir, die nur du weißt, was das heißt. Nur du. Sehe ich hier irgendeine finanzielle Sache? Ja. Kann das für dich sogar mit Arbeit zu tun haben? Ja. Oder ist das für dich nochmals etwas, was mit deinen Finanzen zu tun hat? Ja. Hast du durch die Arbeit Kontakt zu anderen Menschen? Zum Beispiel, schau mal, was ich hier habe. Also hier ist eine Person, die sehr viel arbeitet, konzentriert, fokussiert in seine Sachen. Sehr wahrscheinlich, diese Person hat was Neues angefangen und ist noch neu in der Sache und muss noch weiter sich weiterbilden, sich noch weiter in der Sache lernen. Und eine Person beobachtet, lächelt. Vielleicht, Skorpion, wenn du jetzt was Neues angefangen hast, ja. Eine Person beobachtet dich und irgendwie du bringst die Person zum Lachen mit dem, was du machst. Wie ich immer sage, wenn ich Menschen zum Lachen bringen kann, da bin ich die, da bin ich, dann hat sich meine Arbeit gelohnt, wenn ich Menschen zum Lachen bringen kann. Ja. Das ist Arbeit und das ist hier Arbeit. Hier ist eine Person, die mit dem Computer da arbeitet. Also ich spüre hier eine Person, in manchen Fällen nochmals, die entweder von zu Hause aus auch arbeiten kann oder sonst sogar überall auf der Welt mit dem Computer arbeiten kann. So eine Person zeigt sich schon hier. Ja, so eine Person zeigt sich schon hier. Interessant ist, dass hier hast du mit siebende Münzen, Skorpion, diese zwei Menschen. Hier sieht man verschiedene Nationalitäten, Menschen aus aller Welt. Klar, Internet kann möglich sein. Ich kontaktiere mit Menschen aus aller Welt. Ich habe hier das Verhältnis Mann mit Mann. Es könnte auch Frau mit Frau sein. Sogar eine Person ist schwarz, die andere Person ist heller, also weiß. Also verschiedene Hautfarben, meine ich jetzt, ja. Ich sage es nur, weil es sich zeigt. Ja, nicht, weil es wichtig ist, aber es zeigt sich halt. Und manchmal ist das einfach nur eine Bestätigung für eine Person hier. Die Sache ist, interessant ist, aber tatsächlich, ja? Jetzt ist das interessant. Und nochmals, Skorpion, bei Sternzeichen Wassermann habe ich die letzten Wochen sogar diesen Einfluss gehabt. Eine Person, die dunkelhäutig ist, also hier siehst du, auch, die Person ist schwarz. Interessant, oder? Und das wird hier auch bestätigt. Ist die Hautfarbe wichtig? Nein, das wissen wir schon sehr lang, ne? Aber als Bestätigung für eine Legung vielleicht doch. Ist interessant, nicht wichtig, sondern interessant zu wissen, weil dann für mich ist das so, wow, tatsächlich. Also die Person ist heller, also hellhäutiger als ich. Ich bin etwas dunkler und die Person ist heller. Ist interessant, nur gerade jetzt der Skorpion, ja, will ich es dir nur halt gezeigt haben.
Ich spüre hier diese Situation. Interessant, Skorpion, es gibt hier mit diesen neunten Münzen, gibt es diese Gebärmutter. Wir haben hier eine Gebärmutter. Wir reden hier über Fruchtbarkeit. Wir reden hier natürlich über eine Gebärmutter. Kann das jetzt auch über den Mann reden? Für diese Organe von einem Mann? Ja, im Prinzip ist die Gebärmutter jetzt hier gekommen mit einem neuen Münzen. Ich spüre vielleicht eine Person, die in diesem Wechseljahr ist. Hat das mit diesem Wechseljahr zu tun? Eine Person, wie sage ich, emotionell manchmal dieses Höhe und Runter hat. Also heute geht es mir gut, morgen geht es nicht mehr so gut. Also eine Person, die tatsächlich emotionelle Wechseln hat, ja. Ist interessant gerade. Weil, schau mal gerade, also die Karte der Turm und hier sehe ich auch eine Person beim Arzt. Das hat mit einem Darmspiegelung. Das ist hier eine Darmspiegelung, Skorpion. Das kann einen anderen Arzttermin jetzt sein. Wenn das keine Darmspiegelung ist, hat das doch hier mit dieser Gebärmutter zu tun. Hat jemand hier so eine Situation? Weil es zeigt sich hier diesen Arzttermin oder diesen Kontroll, diese Untersuchung. Und für eine Gruppe spricht das wirklich über die Gebärmutter, für eine andere Gruppe Darmspiegelung oder eine andere Art von Untersuchung. Ich finde es nur interessant, dass wir hier das oft das haben. Und hier ist die Person sehr unabhängig. Ich habe hier eine Person, die sehr unabhängig ist, klar. Und das ist diese neunte Münze. Schau mal, drei der Schwerter. Und eine Mutter mit einem Baby. Skorpion, es ist ja klar, dass nicht für uns allen zum Beispiel das uns was sagen kann. Ja, also was sind das manchmal? Zeichen. Genau wie das hier. Also für eine Gruppe kann das hier was heißen, für eine andere Gruppe nichts. Für die Gruppe, die das hier was sagt, ist einfach nur ein Zeichen für dich, dass irgendetwas hier vielleicht für dich sein kann. Ja. Und deswegen sage ich, also es muss für uns alle nicht was heißen. Aber hier sehe ich eine Mutter mit einem Baby und drei der Schwerter. Skorpion, hat das tatsächlich hier mit der Gebärmutter zu tun? Zum Beispiel, eine Person möchte wieder Mutter werden, aber das ist momentan gibt es ein Problem damit. Also ich habe ein Problem in meiner Gebärmutter, schwanger zu werden. Und das ist der Grund, warum ich zum Arzt, ich versuche vielleicht anders es hinzubekommen, dass ich schwanger werde. Ich finde es gerade nur interessant, ja? Tatsächlich. Ich finde es tatsächlich interessant, Skorpio, ne? Die Hohepriesterin kommt mit zwei der Kelchen. Also die Hohepriesterin kommt mit diese Karte. Es gibt hier eine wichtige Seelenverbindung mit einer Person. Zweite Schwerter ist diese Kakerlake gekommen. Das ist wie eine Kakerlake oder ein Heimchen. Ich weiß nicht, was du hier empfindest. Also ich sehe hier eine Trennung mit etwas, was eklig sein kann. Es gibt hier eine Situation, die eklig ist. Oder zumindest, wenn ich das sehe, für mich ist es ein bisschen eklig, ja, weil ich verbinde das doch mit einer Kakerlake. Ja, und Kakerlaken mag ich nicht so gerne. Ja, da wo ich herkomme, also in meinen Inseln sind viele Kakerlaken tatsächlich. Ich mag keine Kakerlaken. Also für mich deswegen, wenn ich das sehe, für mich ist es eklig. Aber für eine andere, ich habe schon Sachen gehört, dass manche sagen, das ist wie ein Heimchen und das bringt dir Glück. Aber eigentlich, diese Karte plus zwei der Schwerter würde mehr heißen, es ist mehr das, was ich sage. Es gibt hier eine Situation, die eklig ist und deswegen man macht hier einen Schluss oder wie auch immer. Interessante Energie gerade, Skorpion, Augenblick bitte.
Schau mal, von den Engeln kam für dich perfektes Timing. Perfektes Timing. Ja. Hier ist ein Nein. Nein. Und kein Grund zum Sorgen. Kein Grund zum Sorgen. Ja. Kein Grund zur Sorge. Gib die Kontrolle auf, Skorpion, gib die Kontrolle auf und mäßige deine Emotionen. Ja, das musst du schon machen. Also mäßige deine Emotionen. Du bist ja Sternzeichen Skorpion. Du bist auch schon sehr emotionell. Interessant, von diesem Orakel kam hier Zeit zum Ausruhen oder zum Zeit, nimm dir Zeit. Das ist so la siesta. Also das ist Zeit zum Ausruhen. Ja, gib Kontrolle auf und du bist hier, steht hier. Das Gefühl wäre, man weiß nicht, was man hier machen soll. Diese Karte spricht über Entscheidungen, die man so treffen muss, ja. Zumindest, aber ja, Entscheidungen. Aber Augenblick bitte, Skorpion, ich möchte hier eine Klärung für diese erste Karte. Bei dir sieht man wirklich, zeige ich dir eine Sache gleich jetzt wieder. Es gibt hier eine Art von Versöhnung, gell? Tatsächlich eine Entscheidung sieht man hier. Eine Person, die diese Finanzen in Balance, aber ich sehe hier schon eine Person, die in deinem Leben sich wieder zeigt. Schau mal, ich wollte dir auch zeigen, hier ist eine Frau mit einem Computer, hier ist ein Mann mit einem Computer. Du siehst viele Menschen, sieht man bei dir. Viel Computer, viel Kontakte über Internet. Hier ist sicher, sicher zu sehen. Computer, Internet, Menschen, die sich über Internet kommunizieren. Menschen mit verschiedenen Nationalitäten, Menschen, ja. Also, ich möchte dir nur sagen, man sieht hier diese Energie bei dir sehr stark sogar. Und überhaupt, Internet ist da. Mit diesen neun der Münzen kommt vier der Stäbe, nochmals dieses Zuhause, diese Stabilität, plus Ass der Stäbe. Es gibt, und die Karte das Gericht. Skorpion, nochmals muss ich dir schon sagen, dass die Energie eigentlich für dich sich positiv zeigt. Ja? Ich spüre hier eine wichtige, in manchen Fällen Kommunikation. Hier sieht man mehrere Sachen. Hier kannst du nochmals über deine Finanzen eine Kommunikation haben. Von einer Person eine andere Kommunikation. Internet sieht man hier und verschiedene Bereiche in deinem Leben. Von da aus, diese Karte, sprichst du über verschiedene Sachen. Aber auf jeden Fall E-Mails, Post, Kommunikation. Ich spüre hier eine positive Energie eigentlich. Aber ich sehe natürlich auch eine Person, die sich irgendwie versöhnen möchte mit dir. Ja, du siehst ja, Erdelement ist bei dir, Stier, Steinbock, Jungfrau ist da. Eine Art von Versöhnung gibt es hier. Tatsächlich. Eine Art von Versöhnung gibt es hier schon. Und das Gefühl wäre, ich spüre hier sehr viel Fruchtbarkeit bei dir, Skorpion. Viel Fruchtbarkeit. Es könnte möglich sein, dass jemand hier doch Babys bekommen möchte. Zum Beispiel. Ich könnte hier jetzt den Fall haben, das ist interessant, was ich gerade denke, deswegen sage ich dir das nur, ja. Ich könnte hier den Fall haben, zum Beispiel, ein Mann hat ein Verhältnis mit einem Mann, eine Frau mit einer Frau. Aber eigentlich, also wenn ich ein Verhältnis oder eine Beziehung zu einer Frau habe, ich liebe diese Frau, aber ich würde gerne Kinder bekommen. Ja, also warum nicht? Ich möchte Kinder bekommen, aber eigentlich nicht mit einem Mann, sondern ich möchte mit dieser Frau bleiben, zusammenbleiben. Also was machen wir? Dann man versucht, weil ich spüre hier sehr viel Fruchtbarkeit bei dir. Ich versuche ein Baby zu bekommen. Ich gehe zum Arzt. Ich gehe zum Arzt und ich lasse mich beraten. Ich lasse mich ja, beraten und künstlich befruchten. Ich weiß nicht, ob wir das so sagen. Also genau, künstlich lasse ich mich befruchten, ja. Es sieht sehr gut aus. Will ich jetzt nur gesagt haben, es sieht sehr gut aus.
Das Gleiche ist, wenn ich jetzt ein Mann mit einem Mann eine Beziehung habe. Die lieben sich, die möchten zusammen sein. Und jetzt sagen die, ja, aber wir wollen doch ein Kind haben, oder? Wir würden gerne doch ein Kind haben. Und dann machen die das auch. Also die gehen dann die lassen sich beraten, ja? Die lassen sich beraten, welche Möglichkeiten gibt es? Ich meine, natürlich kann ein Mann selbst keine Befruchtung, künstlich befruchtet werden, aber es gibt andere Möglichkeiten, die zwei Männer haben, um irgendwie zu einem Baby zu kommen, ja. Ist das Gefühl hier sehr stark? Ja, tatsächlich, zumindest für mich. Und das kann vielleicht nur für zwei Menschen reden. Aber das sehe ich schon hier. Deine Energie, wenn ich dir ehrlich bin, Skorpion, deine Energie macht mich irgendwie doch glücklich, weil ich spüre hier wirklich eine sehr positive Energie. Es ist positiv. Es ist, ja, ich bin mit dir einverstanden. Ja, also wir machen das so. Ja, du kriegst es. Ja, es ist alles in Ordnung. Also das ist ein Gefühl von einer Einigung, ein Verständnis. Ich bin mit dir einverstanden. Das ist hier. Das ist hier. Das ist hier. Nochmal, sogar, dass eine Person hier nicht schwanger werden kann. Ich kann nicht schwanger, ich habe oft das versucht. Ich habe sogar eine Fehlgeburt gehabt. Okay, ich gehe zum Arzt, ich lasse mich beraten, ich möchte wieder schwanger werden. Und es gibt hier viel Fruchtbarkeit. Also Fruchtbarkeit ist hier schon zu sehen. Wenn eine Person hier schwanger werden möchte, die Möglichkeiten bestehen schon. Ja? Es ist schon zumindest schon da. Ja? Aber ich spüre hier schon einen Schmerz. Das muss ich dir schon sagen. Skorpion, es gibt hier schon einen Schmerz und es kann mit einer Mutter und Kind zu tun haben, dass eine Person nicht schwanger werden konnte und das tut weh und so weiter. Aber ich sehe hier diese Situation von, ich gehe zum Arzt, ja. Etwas kommt hier ans Licht, etwas wird hier geschehen, etwas bekommt man klarer, etwas wird hier. Ich weiß auch nicht. Ich spüre diese Energie bei dir. Die Karte, das Gericht, du siehst hier, das sprichst du über Kommunikation, etwas erfahren wir, etwas holt uns von dieser Komfortzone raus tatsächlich. Also ja, etwas holt uns von der Komfortzone raus. Skorpion, manchmal ist das so. Wenn man in einer bestimmten Situation zu lang bleibt und einfach sich daran gewöhnt, keine Handlung macht und einfach so immer sich so, dann kommt das Universum und sagt, nein, etwas muss hier geschehen, du kannst hier nicht einfach so in diesem Zustand einfach so bleiben, es geht nicht. Und dann manchmal kommen Krankheiten, ja. Glaube mir, manche kommen Krankheiten, weil das Universum sagt, ich werde dich zwingen, ich zwinge dich, von dieser Situation rauszugehen. Etwas geschieht, aber eigentlich, weil wir Veränderungen durchführen müssen. Und damit das geschieht, das Universum manchmal ist ziemlich hart. Also, ja, ist ziemlich hart. Aber wir sollen das nicht jetzt als, oh, du bist so böse. Nee, eigentlich sollen wir das für uns nehmen, so ungefähr. Ja, ich meine. Irgendwie muss man dir den Weg zeigen. Ja, ich meine, ich kann für mich selber reden, Skorpion, ja. Also nicht, dass du das missverstehst, aber tatsächlich ist das so, dass manchmal kann das sogar sein, Skorpion, dass ein Kind krank wird. Ich meine, das sage nicht ich. Ich meine, die Energie zeigt sich irgendetwas hier so. Also, dass zum Beispiel von dieser Komfortzone uns rauszubringen, kann hier was geben. Skorpion, ich sehe deine Energie positiv. Ich sehe deine Energie positiv. Das muss ich dir schon sagen. Und die Energie zeigt sich. Ja? Sehe ich die Karte der Turm hier und irgendetwas, was in manchen Fällen mit einer Krankheit zu tun haben kann oder so, weil wir von dieser Komfortzone raus müssen. Irgendetwas wird hier geschehen. Ja, die Energie zeigt sich. Die Energie zeigt sich. Aber ist das trotzdem dramatisch oder katastrophal, das sehe ich nicht hier. Das ist, was ich dir sagen möchte. Ja? Das Universum wird versuchen, dich rauszubringen, aber nicht dramatisch. Ja?
Das ist, was ich hier sehe. Für kommende Woche oder wie auch immer. Weil in manchen Fällen musst du schauen, was das hier für dich heißt. Nicht vergessen, Münzen ist Erdelement, ist langsam. Also von da aus, ich spüre hier natürlich eine sehr, sehr viel Stabilität, finanziell gesehen sogar. Ist das jetzt punktgenau nächste Woche? Vielleicht nicht. Ja, weil das ist Erdelement. Jetzt kommt natürlich darauf an, wie die Einigung hier sich zeigt, wie schnell wir waren mit unseren Unterlagen oder wie schnell in der Situation und so weiter. Du weißt, die Gerechtigkeit ist nie zu schnell. Aber das ist, was ich meine, ja. Die Energie zeigt sich positiv tatsächlich, aber Erdelement ist nicht schnell. Ja, das will ich nur gesagt haben, weil manchmal ist das so, ja, es kommt ja nichts von dem, was, ja, tatsächlich, weil wir bewegen uns in verschiedenen Zeiten. Also von da aus natürlich spricht das immer verschieden. Und realistisch müssen wir schon bleiben. Also realistisch bin ich schon, sehr sogar. Ja, und die Energie zeigt sich positiv, ja. Aber stell dir mal vor, wenn ich jetzt zum Beispiel tatsächlich schwanger werden möchte und ich künstlich befruchtet werden muss, eine Schwangerschaft dauert auch 9 Monate. Versteht man, ja? Also heißt, du, zum Beispiel die Energie sagt mir, du wirst schwanger. Schön, aber mein Baby werde ich nicht in 9 Monaten bekommen. Ja? Das will ich nur gesagt haben. Weil die Energie zeigt sich positiv, aber Erdelement, ich pflanze einen Samen heute und das entwickelt sich langsam und irgendwann kommen die Ergebnisse raus. Ja? Und das ist die Realität. Das ist Matrix. Ja? Ich danke dir, Skorpion. Danke für deine Likes, für deine Abos. Dankeschön. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und wir sehen uns bald. Ja? Dankeschön. Bis dann. Tschüss.